Ja, schönen guten Morgen. Wir treten ja heute wieder im Doppelpack auf und ich will zuerst mal kurz die Agenda vorstellen. Ich zeige Ihnen kurz, worüber wir eigentlich sprechen, nämlich unser Discovery-System, das wir StabiCat nennen. Wenn Sie irgendwie schauen wollen, das finden Sie unter der URL stabicat.de. Dann wird Annette Kaufmann kurz sagen, was wir an Nutzerforschung betrieben haben und welche Fragestellungen wir hatten, welche Ergebnisse wir bekommen haben. Und ich erzähle Ihnen am Ende dann noch mal kurz, was wir uns überlegt haben, was wir draus machen wollen. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, nee. Also, der StabiCat ist gestern ja auch schon zweimal Thema gewesen, online gegangen mit einer Beta-Version im Januar 2023. Und wir hatten eigentlich im Sinne einer agilen Entwicklung auch vor, begleitend immer wieder Nutzerforschung auch zu machen. Das haben wir leider nicht geschafft aus Ressourcengründen, aber in diesem Jahr hatten wir dann eben eine größere Nutzerforschungsmaßnahme, die wir jetzt zeigen wollen. Und was wir vielleicht auch noch wichtig wäre zu erwähnen oder interessant wäre, ist, neben dem Discovery-System haben wir ein bisschen versteckt auch noch unseren alten Pika-Katalog als StabiCat Classic weiter im Betrieb. Kurz ein Blick auf unsere Oberfläche, damit Sie wissen, wovon wir gerade sprechen wollen. Wir haben eine Trefferliste, Detailanzeige klappt man ein oder aus innerhalb der Trefferliste, indem man auf den Titel klickt. Ansonsten halt das Übliche, oben die Möglichkeit, über Suchfelder einzugrenzen, rechts Facetten. Genau. Dann haben Sie es schon mal gesehen und ich übergebe an Annette. Ja, das Erste war, dass wir die Fragestellung für die Nutzungsforschung festlegen. Grundlagen waren über Feedback- und Fragebutton im Discovery-System, eingesammelte Anfragen und Erkenntnisse aus Beratung im Auskunftsgespräch. Schriftliche Anfragen über unser Kontaktformular war so der Pool, aus dem wir dann die Fragestellungen rausdestilliert haben, priorisiert haben. Und geklärt dann mit unserer Stabstelle Nutzungsforschung, mit welchen Methoden man welche Fragen tatsächlich auch gut beantworten kann. Die Nutzungsforschung hatte drei verschiedene Bausteine. Das eine für die qualitativen Daten war eine teilnehmende Beobachtung. Das heißt, wir haben 17 Personen über die Schulter geguckt, als sie drei Suchanfragen, zwei davon von uns vorgegeben und eine von ihnen selbst mitgebrachte Suchanfragen gemacht haben und haben auch das als Screen aufgezeichnet, anschließend anonymisiert. Dann gab es die Matomo-Analyse. Das war eine quantitative Datenerhebung mit einer großzahligen Logfile-Analyse des realen Nutzungsverhaltens. Und als drittes gab es die Online-Umfrage mit einem standardisierten Fragebogen zur Ermittlung des System Usability Scale. Das bedeutet immer 10, also der ist standardisiert und es sind lediglich 10 immer gleiche Fragen. Zum Beispiel, ich fand das System einfach zu benutzen, für deren Beantwortung eine Skala von 1 bis 5 angelegt wird. Die Spanne reicht dabei von ich stimme vollständig zu bis ich stimme überhaupt nicht zu. Da gab es aber auch die Möglichkeit, quantitative Daten zu erheben, denn wir haben noch ein Extrafeld für offene Feedback. Eingabe-Freitextfeld drin gehabt. Die Fragestellungen bezogen sich auf ein paar Hauptkategorien. Das ist jetzt mehr so die Inhaltsangabe. Die genaueren Fragen kommen dann bei der Vorstellung der Ergebnisse. Es ging um Suchstrategie, Trefferliste, Facetten, Online-Zugang und Sonstiges. Das bedeutet offen sein für Beifang. Also was sind die Fragen, die wir gar nicht wussten, dass wir sie stellen können oder müssen oder wollen, was uns sozusagen dann reinkommt, was da an Wichtigen noch aufploppt. Jetzt kommen die Ergebnisse. Zuerst Suchstrategie. Es gibt eine kleine Color-Coding. Dunkelblau Angaben sind aus der teilnehmenden Beobachtung, also qualitativ. Dieses Mittelblaue sind dann aus der statistischen Analyse und die qualitativen Daten, also Freitext aus der Usability, Quatsch, aus der Online-Umfrage
sind dann auch da. Also, werden die Suchfelder genutzt? Ein klares Nein in der teilnehmenden Beobachtung und gestützt ist das von der Analyse der statistischen Daten. 5% benutzen nur das Suchfeld Autorin, so heißt es bei uns. Und die anderen Suchfelder werden noch sehr viel weniger genutzt. Dann wird die erweiterte Suche genutzt. Da dachten wir, ja, bei der teilnehmenden Beobachtung, 6 von 17 Personen, das ist doch ganz anständig. Jedoch gibt es hier einen Widerspruch zu der statistischen Online-Datenerhebung. Da ist nämlich das Ergebnis etwas deprimierender mit 0,6%, die nur die erweiterte Suche nutzen. Dazu gibt es jetzt ein paar genauere Zahlen, die dann ja bei Bedarf nachzulesen sein können, welche Suchfelder überhaupt genutzt werden. Und man sieht schon so ein bisschen, das sind die Suchfelder, die nach einem bestimmten bekannten Item sich richten. Wir haben zu jedem Ergebnis auch ein paar O-Töne, die Sie einfach jetzt durchlesen und genießen können. Die stammen immer aus der teilnehmenden Beobachtung. Wenn nicht Online-Umfrage dabei steht, dann ist es ein Freitextfeld. Wir haben uns auch sehr gefreut. Wenn ich nicht genug Zeit gebe zum Durchlesen, können Sie das ja gerne nacharbeiten anhand der Folien. So, nächster Fragebereich war die Trefferliste. Werden die Sortierfunktionen gefunden und funktionieren die wie erwartet? Na ja, bei der teilnehmenden Beobachtung gestützt. So, naja, geht so. Von den Matomo-Daten 6,9 benutzen die chronologische Sortierung in diesen 6,9% überwiegend Neuestes zuerst. Die anderen Sortierfunktionen, die angeboten werden, sind höchstens oder weniger 0,8% genutzt. Ist die Reihenfolge der Treffer nachvollziehbar, wiederum bei der qualitativen Datenerhebung mit den Interviews? Naja. Und es gab auch kritische Freitextantworten in der Online-Umfrage. Und genauso sieht es aus mit der Gesamteinschätzung Trefferliste. Naja, also noch nicht so. Da ist noch Luft nach oben. Ich greife mal was raus, was so die Stolpersteine sind bei der Gesamteinschätzung. Ohne zu scrollen werden lediglich die ersten 2 bis 4 Treffer in der Liste gesehen. Das wurde problematisiert. Und eine andere Sache war, die häufiger genannt wurde, das Relevanzranking ist noch nicht überzeugend. Und was wirklich auch oft genannt wurde dabei, das haben wir gestern schon gehört, die Rezensionen. Hier wieder ein paar schöne O-Töne. Nächstes Themengebiet war die Facettennutzung. Werden die Facetten gefunden und sinnvoll genutzt? Jein, ein klares Jein. Gestützt von der Statistikerhebung, dass etwas über 11% die Facetten benutzen. Das ist bei der Teilnehmerbeobachtung haben wir gesehen, dass da viele dabei waren, die sich selber als erfahrene Nutzende selber bezeichneten, oder wir haben gesehen, oh, die kennen sich echt gut aus, und davon haben einige gesagt, Facetten noch nie benutzt. Sollten Sie aber bei unseren vorgegebenen Fragen, haben Sie dann auch also überwiegend flüssig gemacht. Also die Erstnutzung, also die werden quasi ignoriert, aber wenn sie dann genutzt werden, funktioniert das ganz flüssig, insbesondere oder überwiegend bei denen, die geöffnet sind. Und oben anzu und oben gleich gesehen werden, weil auch da muss man scrollen und die weiter unten stehen, werden nicht gefunden. Das ist auch schon die zweite. Und von den Facetten, die genutzt werden, ist die überwiegende Anzahl mit 7% ungefähr der Medientyp. Die anderen werden noch weniger genutzt. Auch dazu ein paar Detaildaten, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Und auch hier ein paar O-Töne. Die hinweisen auf Verbesserungsmöglichkeiten.
Jetzt kommen wir zum Online-Zugang. Das war uns besonders wichtig, weil die Stabi eine E-First-Strategie hat. Also da wollten wir insbesondere wissen, sind die Icons verständlich und klar und auch die Ausschriften, werden die verstanden? Naja, also die Ausschriften haben wenig geholfen. Das war eher ein Stolperstein, dass die beschreibenden Hinweistexte hinter den jeweiligen Zugangsbuttons, die heißen bei uns so lizenzpflichtig, kostenfrei, nicht so richtig weiterhelfen, weil sie nicht richtig interpretiert werden konnten. Auch das wurde gestützt von den qualitativen Freitexteingaben aus der Online-Umfrage. Und das Wichtigste ist natürlich, funktioniert der Zugang einfach und zufriedenstellend? Komme ich leicht dahin, was ich gesucht und ja auch erfolgreich gefunden habe? Leider auch eher nein in der qualitativen Datenerhebung, gestützt von vielen kritischen Freitexteingaben in der Online-Umfrage. Es gibt meistens eine Vielzahl von Online-Zugängen für ein und dieselbe Publikation. Und das ist ein Problem. Das nächste Problem ist die unpräzise Weiterleitung von einem konkreten Einzeltreffer im StabiCat auf eine allgemeine Seite der elektronischen Zeitschrift zum Beispiel. Das irritiert immer wieder. Dass die Erwartung, wenn ich jetzt diesen Button klicke, bin ich sofort bei meinem Volltext, den ich doch da angezeigt bekommen habe, und dass das eben meistens nicht passiert, ist so eine Krux. Hier sieht man ein unschönes Beispiel, wie das bei uns aussehen kann. Das wird dann sehr schön auch in den O-Tönen beschrieben. This is a little confusing. Indeed. Oder auch ein Favorit von mir, drei Buttons, zwei zu viel. Ja. Auf der Folie sind noch mal ein paar Sachen zu sehen, die der Beifang waren, nach denen wir nicht gesucht haben. Aber gerade das erste links oben ist doch gibt uns sehr zu denken. Das ist etwas, was wir sowohl aus der Teilnehmendenbeobachtung auch gesagt bekommen haben, als auch in den Logfile-Daten sehen können. Unser Discovery wird vor allem gesucht für genutzt für für Known Item suchen. Und die Leute haben uns ganz klar gesagt, wenn wir thematisch suchen wollen, gehen wir woanders hin. Google Scholar, JSTOR, Fachdatenbanken und so weiter. Und da ist natürlich die Frage, was machen wir mit so einer Erkenntnis? Das ist ja grundlegend eigentlich, ja. Was wir auch erfahren haben, ist, die Liebe zu unserem alten Pika-Katalog ist ungebrochen groß. Uns haben einige Leute auch gesagt, wir nutzen den viel lieber weiterhin, schalte den bloß nicht ab. Und die Logfile-Daten sagen, 11% nutzen weiterhin den alten klassischen Pika-Katalog. Warum? Sie finden die Ergebnisse eindeutiger, vertrauenserweckender, aber auch übersichtlicher. Da sieht man eben 10 Treffer auf einmal und nicht nur drei wie im StabiCat, wo wir zwar schöne Cover haben und alles hübscher aufbereitet haben, aber es wird als nicht so gut überschaubar wahrgenommen. Ja. Ja, was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen, mit den Ergebnissen? Wir hatten schon geplant, im Rest des Jahres nochmal 2 Entwicklungssprints von 6 Wochen mit den Entwicklern vereinbart. Da werden wir die Dinge umsetzen, wo wir schon relativ klar sehen jetzt, welche Maßnahmen zur Verbesserung führen können. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die darüber hinausgehen, die wir erst noch weiter evaluieren müssen. Und nicht zuletzt diese Frage, wollen wir weiter in Richtung thematische Suche gehen? Wollen wir Features entwickeln, die es doch attraktiv machen, das für thematische Suchen auch zu nutzen? Das ist eine Grundsatzfrage, die geklärt werden muss einfach. Zum Schluss noch ein paar Maßnahmen, die wir uns jetzt schon überlegt haben. Wir haben also ja auch festgestellt, dass
Recherchestrategien kaum genutzt werden. Das kennen wir ja eigentlich auch alles schon. Boolesche Operatoren werden nicht verwendet, Phrasensuche und alles, was wir so als Bibliothekare wissen, sondern eigentlich wird erwartet, dass das in die Systeme implizit schon eingebaut ist und systemseitig unterstützt wird. Und auch da müssen wir und wollen wir ran. Beispielsweise eben eine größere Fehlertoleranz bei eingegebenen Suchbegriffen. Bei wenig oder keinen Treffern haben wir jetzt auch schon so eine Seite. Sie könnten dies oder jenes tun. Die wollen wir nochmal überarbeiten. Die Hilfe wird auch überhaupt nicht genutzt. Das hat auch die Statistik gezeigt. Ich glaube, 0,6% oder irgend sowas war das, die die Hilfe aufgerufen haben. Das heißt, wir haben überlegt, ob es vielleicht sinnvoller ist, kontextsensitiv Hilfepaketchen an den einzelnen Stellen anzubringen. Und dann hatten wir so Ideen wie Recherchetipp der Woche und sowas, keine Ahnung. Müssen wir sehen, was wir davon umsetzen wollen. Bei den Suchfeldern, die ja nicht wirklich verwendet werden, gibt es halt Überlegungen, die zu straffen, zu reduzieren, weniger anzubieten, die vielleicht auch noch mal anders zu benennen. Und wir werden dann schauen müssen, ob das irgendwas bringt oder ob es einfach so bleibt, dass die Leute das nicht verwenden. Dann gibt es einen Sack von Dingen, die eher die UX-Design-Maßnahmen sind. Also wir überlegen beispielsweise, ob wir eine Umschaltmöglichkeit schaffen auf eine knappere Ansicht, wo man einfach mit einem Blick noch mehr Treffer auf einmal sehen kann. Ob es vielleicht besser wäre, durch eine Trefferliste zu scrollen, wenn die Aktionsbuttons nicht unter dem Titel sind, sondern rechts daneben, wie es beispielsweise auch bei JSTOR ist. Und das ist uns auch, hat uns auch eine Testperson gesagt, findet sie viel übersichtlicher. Die Trefferliste bei JSTOR haben wir uns natürlich dann nochmal angeschaut. So einige UX-Dinge, die wir da verbessern wollen, und das werden wir bestimmt jetzt in den Entwicklungssprints angehen. Dann bleibt natürlich das Thema, was jetzt schon mehrfach erwähnt wurde, wie verbessern wir das Ranking und oder weitere Evaluierung und Einsatz des Grouping-Moduls zur Deduplizierung ist auch noch auf der Agenda. Bei den Facetten fragen wir uns, was ist besser? Also klappen wir die alle aus, sodass man wie bei Amazon auf einen Blick immer alle Elemente auch sehen kann und besser dadurch einschätzen kann, was kann ich da eigentlich machen? Oder ist es besser, die alle einzuklappen, sodass man auf einen Blick ohne zu scrollen sehen kann, welche Facetten gibt es eigentlich? Das sind ja zwei entgegenlaufende Maßnahmen und da vielleicht haben Sie eine Idee. Wir wissen da noch nicht so ganz, was der beste Umgang wäre. Genau. Online-Zugangslinks, ganz klar, müssen wir reduzieren. Wahrscheinlich ist hier einfach Mut zur Lücke und nicht jedes Detail an Kontextinformationen können wir den Nutzenden geben, weil sie nehmen sie eh nicht wahr. Und die Ausschriften eben auch zu überarbeiten. Ja. Und bei einigen Dingen, die ich jetzt schon erwähnt habe, denken wir, dass wir nicht alleine sind, ja, dass vielleicht auch Sie ähnliche Fragestellungen haben, ähnliche Erfahrungen haben und uns würde deshalb sehr interessieren, wie Ihre Sicht auf die Dinge ist. Eine Sache auch, die vorhin gerade schon erwähnt wurde, als Frage zum vorherigen Vortrag, bündeln wir, sollen wir beispielsweise online und gedruckte Treffer bündeln oder sollten die eher einzeln bleiben? Da haben uns die Nutzenden in der Teilnehmerbeobachtung widersprüchliche Tipps gegeben, sagen wir mal so. Ja. Das heißt, wir würden gerne mit Ihnen in ein Gespräch kommen und sind natürlich einerseits offen für Fragen, aber auch für Ihre Meinungen und Anregungen. Bevor wir dahin kommen, möchten wir uns noch bedanken. Einmal in Abwesenheit bei unserer Stabsstelle Nutzungsforschung, die diese tolle Maßnahme mit uns vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet hat, aber auch bei Ihnen für Ihr Interesse. Und auf den Folien finden Sie dann auch noch unsere Kontaktdaten, um uns gegebenenfalls hinterher noch zu kontaktieren. Und ja, wir haben noch ein paar Minuten, und würden daher gerne um Ihre Meinung dazu bitten.
Ja, vielen Dank für diesen wirklich sehr spannenden Vortrag. Genau, und da gibt es auch schon gleich die erste Wortmeldung. Dort hinten auch nochmal gleich. Ja, super, euch zuzuhören, weil das natürlich sehr viel deckungsgleich auch ist mit den Ergebnissen, die wir jetzt so hatten dieses Jahr in unserer Umfrage. Und mich würde jetzt nur einfach interessieren, also ich würde natürlich sehr gerne ins Gespräch noch mit euch kommen dann später und vielleicht können wir da auch irgendwie Synergien entwickeln, weil wir genau auf dem selben Stand sind, würde ich jetzt mal behaupten. Und wie habt ihr denn die Nutzenden für die teilnehmende Beobachtung gewonnen? Gerne, ja. Ja. Da war ich involviert. Wir haben online beworben über unseren Blog, über die Webseite, über Social Media mit erstaunlich geringer Resonanz. Wir haben beworben durch Aushänge vor Ort und die meiste Resonanz haben ausgelegte DIN A5 Flyer in den Körben, die dort stehen, die Benutzenden sich nehmen können und dann wegnehmen. Und das war ganz deutlich zu sehen, ein, zwei Tage nachdem wir die ausgelegt hatten, gab es den Peak. Wir analysieren das so, dass die Menschen, die vor Ort sind, einfach eine engere Bindung haben und dann eher bereit sind zu investieren. Und wir haben auch kleine Dankeschön-Päckchen ausgelobt und verschickt. Also es gab ein kleines Incentive. Ah, okay. Ja, sowas können wir leider nicht bieten, aber danke für den Tipp. Das werde ich unserer PR-Abteilung so weiterleiten, dass auch Printwerbung tatsächlich heutzutage noch sinnvoll sein kann. Viele gleichzeitig. Hallo, Tilman Scheel. Ich rede später auch noch über KI-Chatbots. Daher natürlich auch meine Frage. Haben Sie auch schon mal über ganz andere Zugangsmöglichkeiten nachgedacht, wie eben zum Beispiel KI? Also gerade das Beispiel erweiterte Suche. Bei einer KI macht man die erweiterte Suche interaktiv. Das heißt, man kann sich ranquatschen oder auch bei Known-Item-Suche. Man muss es eben nicht genau wissen. Man kann nachfragen und das Problem einkreisen. Insofern ist da vielleicht auch ein Paradigmenwechsel keine schlechte Idee. Auf jeden Fall total spannend. Das ist halt nichts, was wir jetzt innerhalb von 6 Wochen in diesem Jahr umsetzen können. Das heißt, die Maßnahmen, die jetzt hier auf den Folien standen, das sind überwiegend die uns gleich so ins Auge sprangen und die auch so handhabbar waren, dass wir sie gleich angehen wollen. Aber wir hören ja dann nicht auf, sondern es geht ja weiter mit der Entwicklung. Und da denke ich auch, dass KI da sicherlich eine Rolle mitspielen wird. Ja, David Maus, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Vielleicht habt ihr das gesagt und ich habe es überhört oder vergessen. Hattet ihr auch überlegt oder hattet ihr auch gezielt Menschen angesprochen, die beeinträchtigt sind, zum Beispiel in der visuellen Wahrnehmung? Also Stichwort Barrierefreiheit. Also Ja, haben wir nicht. Wir haben allerdings darauf geachtet, beziehungsweise unsere sehr erfahrene Stabsstelle Nutzungsforschung, die Kollegin hat darauf geachtet, dass es repräsentativ ist. Also die Verteilung dieser 17 Personen prozentual matcht auf die Prozente, von denen wir wissen, das sind die nutzenden Gruppen der Bibliothek. Aber das haben wir nicht, tatsächlich nicht gemacht. Also wir haben das auch noch nicht gemacht, aber das steht sozusagen auf unserer To-Do-Liste, einmal gezielt Nutzende anzusprechen, die eben zum Beispiel Screenreader benutzen müssen oder Bildschirmlupen benutzen müssen, um von denen mal ein Feedback zu haben, wie praktisch ist eigentlich das, was wir uns in Sachen Barrierefreiheit ausgedacht haben. Auf jeden Fall gut. Also es war ja jetzt die erste Maßnahme, die wir seit dem Online-Gang, die erste Nutzerforschungsmaßnahme, die wir seit dem Online-Gang gemacht haben. Und da hatten wir natürlich so einen gewissen Stau auch. Also wir wussten schon, an welchen Stellen wir fragen wollen, wo wir uns selber nicht sicher waren, ob die Dinge, die wir entwickelt haben, die Bedürfnisse treffen. Und deshalb war es das erstmal der Schwerpunkt. Aber sowas sollte ja kein Einmal Maßnahme sein, sondern sich wiederholen. Und dann wäre so ein Fokus sicher auch gut. Ja. Ich habe einen Kommentar und eine Frage zu den Prozentzahlen. Also vielleicht erstmal die Frage, beziehen die sich auf, also auf die Personen oder auf die Suchanfragen? Also quasi, wenn eine Person mehrere Anfragen gemacht hat, worauf bezieht sich das dann? Und der Kommentar wäre, ich habe jetzt das Gefühl, also es muss ja nicht unbedingt heißen, wenn ein Suchfeature wenig benutzt wird, dass es
nicht nützlich ist, sondern dass es eben in wenigen Fällen nützlich ist, aber dann sehr nützlich. Also vielleicht ist es einfach nur ein Indikator dafür, dass die Standardsuche schon sehr gut funktioniert. Da wäre ich, glaube ich, vorsichtig, Features zu entfernen, weil sie selten genutzt werden. Nee, ich glaube, es ging auch weniger um eine Entfernung von Features, sondern eher darum, Features, die wir selber ja auch als nützlich finden, noch besser nutzbar und noch prominenter zu machen. Und ich meine, diese Zahlen, das sind aus unseren Matomo-Daten, die beziehen sich meiner Ansicht nach auf Suchanfragen. Und danke, nickt. das ist eigentlich nur ein schmaler Zeitraum von einer Woche gewesen, die wir da ausgewertet haben jetzt. Aber ich denke, dass es schon einigermaßen repräsentativ auch ist. Wir haben noch einige Fragen aus dem Zoom-Stream. Genau, eigentlich nicht Fragen, sondern eher so Kommentare. Ich denke, das ist vielleicht trotzdem ganz interessant, wenn ich die kurz rüberbringe. Das erste ist nur Anmerkung, es wäre schön für die Online-Teilnehmenden, wenn diejenigen, die Fragen stellen, selbst kurz sagen, wo sie herkommen und vielleicht welches System da im. Und jetzt zu den Kommentaren, da ging es so ein bisschen um die Facettierungsgeschichte. Also Demian Katz verweist hier auf einen Pull-Request, den er schon gestellt hat, zu Multiple-Facet-Selection. Ich weiß jetzt nicht, was sich dahinter verbirgt, aber ich wollte es nur rüberbringen. Und es gab eine Idee, die Facetten, das weiß ich jetzt nicht genau, auf welche Ansicht das bezieht, ob es die mobile Ansicht ist oder die PC-Ansicht, ein Ausklappen und mit nur 3 Zeilen darstellen. Und schließlich noch ein Kommentar von Martin Fasnach. Der schreibt, ich finde es nicht so überraschend, dass Nutzer in Bibliothekskatalogen nur selten thematisch recherchieren. Dafür sind dann Fachdatenbanken einfach umfassender. Ich fände es aber sehr schade, wenn Bibliotheken sich deswegen aus der Sacherschließung zurückziehen. Denn davon profitieren dann wieder Fachdatenbanken wie Xteo, RelBib und CrimDoc. Tja, also keine Fragen, aber Kommentare aus der Online-Community. Okay, vielen Dank. Felix? Danke. Achso, dann will ich das im Internet auch sagen. Ostrowski, auch von der Stabi. Ihr habt ja drüber geschrieben, geteilte Fragen sind halb so schwere Fragen. Und wir haben uns ja gestern auch schon unterhalten. Ich finde das halt total spannend. Wir sitzen ja alle irgendwie im gleichen Boot und nutzen auch irgendwie das gleiche Modellboot oder wie auch immer. Ob man da nicht irgendwie wirklich so übergreifend zusammenkommen könnte, auch in Hinsicht zu, welche Fragen stellen wir da einfach. Ihr habt ja gesagt, dass ihr als einen Teil auch einen standardisierten Fragebogen aus dem UX-Bereich, den SAS, benutzt habt. Ne? Also das wäre eigentlich so im Nachgang, fände ich total spannend, einmal die Ergebnisse zu diskutieren, aber vielleicht auch übergreifend mal Daten zu sammeln an der Stelle. Ne? Weil ich meine, das waren jetzt gerade die qualitativen, die Beobachtungen, das waren wie viele Leute? 17, ne? Das ist so. Und klar, für eine Institution ist es auch schwierig, da weiter in die Tiefe zu gehen. Aber das wäre irgendwie vielleicht so im Nachgang so eine ganz spannende Sache, wie man so standardisiert und irgendwie vergleichbar Daten sammeln kann und dann vielleicht auch Erkenntnisse daraus ziehen kann. Ne? Also was, vielleicht ist in irgendeinem System die Facettennutzung deutlich besser und wir stellen fest, die sind halt links. Ne? Solche Hypothesen dann irgendwie so über die Systeme hinweg zu verifizieren. Also das ist mehr so eine Anmerkung, das wäre vielleicht ganz spannend, da ins Gespräch zu kommen. Genau. Gut, vielen Dank. Ich hätte ehrlich gesagt auch noch eine ganz klitzekleine Frage. Und zwar, haben Sie eine Differenzierung zwischen den genutzten Endgeräten vorgenommen? Ja, die haben wir auch. Möchtest du dazu was sagen? Nee, ich wollte nur, dass es noch gesagt wird, weil sich ja auch ein Online-Kommentar darauf. Ja, wir haben uns natürlich auch angeguckt, wie die Nutzung ist. Und ich glaube, ich habe die Zahl nicht im Kopf, ich glaube, ein Viertel ungefähr der Leute nutzt es mobil. Und 3/4 immer noch auf einem Desktop. Wobei Desktop natürlich auch unterschiedliche Bildschirmgrößen sein kann. Und auch da sieht man dann, dass nicht alles sofort sichtbar ist. Und wir haben schon den Eindruck gehabt, dass es wichtig ist oder dass das, was man ohne Scrollen sofort sehen kann, auch wahrgenommen wird. Also bei den Facetten war es ganz klar. Ne? Also die, das sind in der Tabelle, wenn Sie das nachschauen wollen, die drei blauen, blau mit blauer Schrift, mal gucken, ob ich noch dahin scrollen kann,
Das sind die, die A aufgeklappt sind oder teilweise aufgeklappt sind und B ganz oben sind und direkt sichtbar sind. Und die wurden auch am meisten genutzt. Hier sieht man das. Das ist Online-Zugang, Medientyp und Standort. Wobei man bei Standort sagen muss, Standort heißt bei uns, deshalb habe ich das hier nochmal mit eingeblendet, nur ist im Lesesaal, wir sind ja eine Magazinbibliothek die Bestände, die im Lesesaal des einen oder anderen Hauses sind, die findet man über diese Standortfacette. Deshalb ist es klar, dass die auf viele Suchanfragen gar nicht zutreffend ist und deshalb auch weniger genutzt wird. Aber wenn man das nochmal mit berücksichtigt, dann sieht man, dass das genau die Facetten sind, die auch verwendet worden sind. Und da alle anderen, die unten drunter sind, fallen deutlich ab. Und man sieht natürlich auch hier, die man für eine Non-Item-Suche braucht, werden mehr genutzt als sowas wie Basisklassifikation oder Schlagwörter. Das ist vernachlässigenswert, leider. Ja.